Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist wieder das Starterdepot Teil 5. Wir werden eine Pharmaaktie kaufen, beziehungsweise wir werden abstimmen, welche Pharmaaktie wir kaufen werden. Ich werde drei aussichtsreiche Aktien bzw. Unternehmen vorstellen und dann gibt es am Ende die Abstimmung. Bis dahin ist aber noch ein kleinerer Weg. Ich möchte nämlich jetzt erstmal noch zeigen, wie das Starterdepot momentan aussieht. Wir haben jetzt die ersten Sparpläne, die ausgeführt worden sind auf Cisco und Microsoft. Und dann werde ich die Unternehmen vorstellen und dann machen wir, wie gesagt, die Abstimmung. Zunächst mal zum Starterdepot selbst. Ja, man sieht hier ja, dass wir zwei Aktien jetzt im Depot bereits haben, jeweils nur Bruchteile einer einzelnen Aktie. Wir haben ja Sparpläne eingerichtet hier auf 25 € und ein bisschen ist diskutiert worden über die Ausführung, auch schon im Vorfeld, ob jetzt zum Beispiel die Consorsbank in dem Fall vielleicht die Kurse so ungünstig stellt, dass sie daran verdient, beziehungsweise dass wir benachteiligt werden. Ich habe mal mir das angeguckt, explizit am Beispiel von Microsoft. Und zwar war da bei der Nasdaq am Freitag, also die sind ausgeführt worden, die Sparpläne am Montagmorgen und am Freitagabend war der Schlusskurs bei der Nasdaq, also der Hauptbörse, 133,96 US-Dollar, was 117,76 € entspricht. Ausgeführt worden ist dann der Kurs für 120,94 hier. Ist also schon ein bisschen schlechter, aber jetzt nicht so viel schlechter, würde ich sagen, dass es exorbitant wäre. Übrigens, wir haben einige Leute auch gepostet, 122,34 € bei der Consors. Das ist richtig, aber da sind dann auch die Gebühren drin. Und das hier ist der Ausführungspreis. Und die 122,34 ist dann wie gesagt mit Gebühren. Jetzt muss man aber auch noch mal eine andere Sache in Betracht ziehen, nämlich dass über das Wochenende ja was passiert ist. Da gab es ja Entspannung beim Handelsstreit und da war es schon klar bezüglich Futures und so weiter, dass die Aktienmärkte steigen werden am Montag. Das mag auch eine Rolle gespielt haben, dass die Kurse am Montag schon höher waren als die Schlusskurse am Freitag, weil eben gute Nachrichten quasi dann auch schon eingepreist sind, gewesen sind, möglicherweise. Was wir hier ebenfalls sehen auf der Seite wachstumswerte.net, das ist dann, ich mache es nochmal größer, hier jetzt dann das Depot, die Auswertung des Depots. Also wir haben ja hier dann unsere eigenen Aktien, Cisco und Microsoft. Ich habe die übrigens eingebucht zum kompletten Preis, also inklusive aller Gebühren, also auch so, wie es dann tatsächlich in der P&L bei der Consorsbank sein wird. Und wie wir sehen, sind wir mit Microsoft dann knapp 1% jetzt im Verlust, aber dank steigender Kurse bei Cisco sogar schon im Gewinn, trotz der Gebühren. Ich meine, das ist jetzt natürlich alles hier mehr oder weniger sinnfrei, die P&L zu dem jetzigen Zustand. Da können wir drüber sprechen, wenn wir das Monate besser, aber Jahre haben liegen lassen. Jetzt guckt man natürlich schon rein, wenn man wissen will, ob man Gewinn oder Verlust gemacht hat, weil das noch alles ganz neu ist und ist auch alles klar, ist nachvollziehbar, aber faktisch spielt es jetzt nicht wirklich eine Rolle. Wir haben dann hier auch diese Dividendenmatrix. Da haben wir noch relativ Ungleichgewichtung und grafisch, aber das wird sich dann alles geben. Wenn der Kreis größer ist, dann ist der Marktwert größer als hier. Natürlich sind die so gut, also im Prinzip mehr oder weniger gleich hoch von der Marktgewichtung, nämlich 25 € so ziemlich genau. Aber die halt sind ein bisschen weniger als 25 €. Und jetzt sieht das eine halt ein bisschen aus, als ob das viel größer wäre als das andere. Ich habe hier auch, und da bedanke ich mich für die Anregung, die Seite ein bisschen aufgebaut. Und zwar gibt es hier die einzelnen Abstimmungen. Und wir haben ja jetzt schon drei Abstimmungen gemacht. Die letzte Abstimmung, die war bezüglich, wir kaufen eine Industrieaktie. Und wer hat das Rennen gemacht? Das war Union Pacific mit 51% der Stimmen, dann gefolgt von Fastenal mit 28% und dann dem deutschen Kandidaten MTU Aero Engines mit 20%. Übrigens, deutscher Kandidat, worüber auch diskutiert wurde, das war der Eintrag ins Namensregister. Da wird bei Consors, Comdirect und wahrscheinlich auch anderen Brokern, bei denen ich überhaupt keine Praxiserfahrung habe, eine Extragebühr fällig für den Eintrag ins Namensregister. Man kann dem Eintrag aber widersprechen, jedenfalls bei der Consorsbank. Und da ist auch gerade jetzt eine Stunde ungefähr, bevor ich jetzt dieses Video angefangen habe zu drehen, die Bestätigung der Consorsbank gekommen,
dass der Eintrag ins Namensweg, dass ich den Eintrag ins Namensregister widerrufen habe und dass das jetzt alles technisch umgesetzt ist. Das heißt, bei der Consorsbank kommt man um die Gebühren rum. Bei der Comdirect habe ich am Freitag oder, naja, ich habe auf jeden Fall angerufen. Ich glaube, es war später, es war diese Woche angerufen und man hat mir gesagt, man kann nicht widersprechen. Das heißt, bei der Comdirect kommt man nicht um den um diese zusätzlichen Kosten rum. Bei 25 Euro der Mindestsparplansumme macht es natürlich schon einen Unterschied. Ich glaube, bei der Comdirect sind es dann 95 Cent, die man dann extra nochmal zahlen muss. Bei Consors wäre es mehr, aber wie gesagt, man muss es ja nicht tun, weil man da ja widersprechen kann. Ich möchte nochmal sagen, also hier in Summe halte ich die Consors Bank bei Sparplänen für deutlich überlegen gegenüber der Comdirect, weil sie erstens mehr Sparpläne anbieten und zweitens eben wegen des Widerrufs im Namensregister. Ich stehe übrigens auch jetzt schon mit der Consorsbank im Gespräch, ob wir die Sparpläne erweitern können auf andere Aktien. Es ist aber jetzt noch alles offen, wie das ausgehen wird. Jedenfalls habe ich schon nette Antworten bekommen und ich habe jedenfalls das Gefühl, man nimmt es durchaus ernst. Und ich habe auch relativ transparent eine Mail bekommen mit den eigenen Kosten, die Consorsbank hat. Und sie haben auch erklärt, warum sie nicht einfach so mal schnell irgendwelche Aktien in den Sparplan aufnehmen, weil sie bei jedem Sparplan oder bei jeder sparplanfähigen Aktie Fixkosten haben. Und wenn die Aktie dann nicht genügend bespart wird, dann legt die Consorsbank drauf. Das wird sicherlich bei den anderen Online-Brokern ähnlich sein. Ich halte euch mal auf dem Laufenden, wie wir da weiterkommen. Wer übrigens kein Depot hat, kann es öffnen. Ich werde jetzt hier im Video dann auch den Link reinmachen. Da gibt es noch 90 Tage Aktienfinder Vollmitgliedschaft kostenlos als Beigabe drauf. Und wenn wir genügend Sparpläne zusammenkriegen und genügend Sparpläne anlegen, dann steigt auch die Chance, dass die Consorsbank jetzt in dem Fall neue Aktien aufnimmt, die wir dann auch vorschlagen können, beziehungsweise ich in eurem Sinne vorschlagen kann. So, den Sparplan auf auf Union Pacific, auf den letzten Gewinner habe ich auch eingerichtet schon. Und also hier, Union Pacific habe ich jetzt auch schon eingerichtet. Ich verzichte mal drauf, das zu zeigen. Wen interessiert, wie man einen Sparplan anlegt, werde ich jetzt auch verlinken hier im Video. Das habe ich auch schon mal gezeigt für Microsoft. So, und zwar in dem Video hier erster Sparplan. Jetzt aber mal weiter im Text. Und zwar, wir wollen jetzt eine Pharmaaktie uns aussuchen. Wir haben ja hier unser Vorgehen, dass wir die Branchen hier abarbeiten. Das ist die Zielgewichtung nach Branche. Und wir sind jetzt hier in dem Bereich Gesundheit, Pharma. Ich habe mir drei Kandidaten ausgesucht. Die sind logischerweise auch alle sparplanfähig. Und es handelt sich hier, ich mache es nochmal ein bisschen größer, um Novo Nordisk, Amgen und Johnson & Johnson, also einen Dänen und zwei US-Amerikaner. Ich versuche immer, dass wir mindestens mal eine Aktie noch dabei haben, die keine US-Aktie ist, dass wir irgendwann vielleicht auch mal eine Nicht-US-Aktie bekommen ins Depot. So, fangen wir mal an mit Novo Nordisk. Ich glaube, Novo Nordisk ist vielen schon ein Begriff, Weltmarktführer im Bereich der Insulinproduktion. Ich habe hier auch mal erst im Geschäftsbericht 2018, damit wir eine bessere Vorstellung kriegen, eine Grafik angezeigt. Und zwar, sie haben ja mehrere Segmente Novo Nordisk, aber das meiste spielt sich halt im Bereich Insulin ab. Im traurigen, muss man ja sagen, Wachstumsmarkt Diabetes, da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Dieser blaue Balken ist also alles, sind alle Umsätze, die mit Outlook schon wieder offen gelassen. Dieser blaue Balken entspricht also den kompletten Umsätzen mit Insulin und man sieht, es gibt noch andere Sparten. Hier ist der Bereich Bluter, hier ist der Bereich Wachstumsstörung und hier ist der Bereich Übergewicht, Fettleibigkeit, die mehr oder weniger unter ferne Liefen subsumieren. Das meiste wird eben hier gemacht beim Insulin bzw. bei Diabetes. Diabetes ist ein Wachstumsmarkt und man sieht es auch hier in einem Bericht. Und hier haben wir die Anzahl der Menschen, die an Diabetes leiden, vor allem Typ 2, also im Volksmund Altersdiabetes genannt, auch wenn es jetzt schon immer jüngere Menschen betrifft. Und zwar macht Novo Nordisk
knapp die Hälfte seines Umsatzes in den USA. Und wir sehen hier das Wachstum von Diabetes in den USA. Hier ist die Bevölkerungsanteil in Prozent abgebildet und man sieht, dass Anfang oder vor den 60ern noch hatten wir weniger als 1% der Amerikaner. Hier geht es um die US-Amerikaner, der Amerikaner, die an Diabetes litten. Und mittlerweile sind wir bei knapp 10% angelangt. Also wir sind mittlerweile hier oben. Hier oben sind wir, weil es geht ja nur bis 2015. Wir haben jetzt 2019, also es ging dann weiter so hoch. Und man sieht, dass hier seit ungefähr 97 die Wachstumsrate steigt. Die Wachstumsrate wird wahrscheinlich unter anderem auch deshalb steigen, weil die Erkennung von Diabetes Fortschritte gemacht hat. Ich habe eine andere Analyse gesehen und da wurde gesagt, dass wir haben hier 8, also knapp 10 Millionen Amerikaner mittlerweile Diabetes und es leiden wahrscheinlich, es gibt noch eine Dunkelziffer und es gibt auch ein Vorstadium von Diabetes. Und wenn man das alles mit reinrechnet, vor allem die Dunkelziffer, dann kommt man ungefähr auf 30% der Amerikaner, die entweder Diabetes haben oder Diabetes im Vorstadium. Und das ist natürlich ja eine absolute Volkskrankheit und eine Belastung für das US-Gesundheitssystem, also eine finanzielle Art. Und wenn man nämlich nur das sieht, dann könnte man meinen und weiß, dass Novo Nordisk die Hälfte seines Umsatzes rund in den USA macht, dann könnte man meinen, Novo Nordisk profitiert uneingeschränkt davon. Es ist nicht ganz so. Und zwar sehen wir jetzt hier die fundamentale Entwicklung von Novo Nordisk. Wir sehen, dass die Umsätze langfristig steigen, dass die Margen steigen, in den letzten Jahren stabil geblieben sind. Entsprechend steigen dann auch die Dividenden und pro Aktie-Kennzahlen ist alles gut. Aber wir sehen auch, dass ab 2015 wir hier stagnierende Umsätze haben. Stagnierende Umsatzentwicklung mit sehr leicht sinkenden operativen Margen, was sich dann natürlich auch hier auf pro Aktie und operativen Cashflow-Gewinn dann ebenfalls hier zu einer Seitwärtsbewegung führt. Dividenden werden weiterhin gesteigert, wenn auch jetzt ein bisschen leichter. Und es ist auch noch Luft hier, was den Free Cashflow angeht, bezüglich Dividendensteigerung. Aber wir sehen hier eine Stagnationsphase. Das liegt in erster Linie eben an den USA, an den Sparbemühungen der US-Regierung, des US-Gesundheitssystems. Und Novo Nordisk muss sich ja mit Unternehmen wie CVS zum Beispiel rumschlagen im Rahmen des Pharmacy Benefit Managements, weil Unternehmen wie CVS verhandeln für die Krankenkassen und Apothekerverbände in den USA, die mit den Pharmaherstellern wie Novo Nordisk. Und im Ende aller Tage geht es für Novo Nordisk zum Beispiel darum, dass sie erstattungsfähig sind, also dass sie in die Liste erstattungsfähiger Medikamente kommen. Wenn Novo Nordisk das nicht schafft, weil sie zum Beispiel nicht bereit sind, bei der Preisgestaltung hohe Rabatte zu geben, die hoch genug sind, dass zum Beispiel Unternehmen wie CVS sagen, okay, das passt, ihr kommt in die Liste rein, dann haben sie leider Pech gehabt und dann spielt es keine Rolle, ob Novo Nordisk ein Insulinpräparat auf den Markt gebracht hat oder anbietet, wo man nur einmal in der Woche Insulin zu sich nehmen muss, dann wird es einfach nicht angeboten im breiten Markt, ist nicht erstattungsfähig und dann müssen halt die Menschen, die unter Diabetes leiden, eventuell mit aus ihrer Sicht schlechteren Medikamenten zurechtkommen. Dann sind aus Budgetsicht, aus Budgetgründen. Und das Ganze geht eben seit 2015 so und belastet den Wachstumskurs von Novo Nordisk auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich Novo Nordisk jetzt auch schon darauf eingestellt und wächst in allen anderen Märkten außerhalb der USA und wie ich es gelesen habe, Südkorea und Japan momentan auch weiter, sodass tendenziell wir da auch Ausgleichsmärkte haben. Wenn wir mal die Fondsanalyse uns anschauen, dann sehen wir hier, wie unheimlich stark im Prinzip der Cashfluss auch ist von oder der Cashflow von Novo Nordisk bzw. die Tilgungskraft nach Dividenden. Und wenn wir jetzt den aktuellen Stand uns mal anschauen, dann sehen wir, dass wir bei 62 Milliarden dänischen Kronen Schulden Tilgungskraft hätten von oder haben von knapp 13 Milliarden. Das heißt, in ungefähr 5 Jahren, wenn Novo Nordisk es drauf anlegen wollte,
dann werden die ganzen Schulden quasi getilgt. In der Tilgungskraft sind ja auch schon die Investitionen mit berücksichtigt und die bezahlten Dividenden. Also man muss sich ja keine, man muss, also man, ja, man sieht hier, dass man wirklich ein sehr solventes Unternehmen vor sich hat. Was ich auch mal ganz nett finde zur Abwechslung, das ist, dass wir eine Rückkaufquote haben, also Aktienrückkäufe, sehr stabil, mehr oder weniger, so 2, 3, ab und zu mal knapp an 4%, aber hier sehr, sehr stabil. Das sieht man bei amerikanischen Unternehmen so überhaupt nicht. Und hier eben sehr zuverlässig, sehr stabil werden immer ein paar eigene Aktien zugekauft, aber man hat halt diese Übertreibung nicht, wie man es aus den USA kennt. Und was ich auch beeindruckend finde, das ist eben, dass hier die operativen Margen, sie sind zwar gefallen im Zuge der Preisverhandlungen in den USA, aber von knapp 46% auf jetzt knapp 43%, doch nur 3% innerhalb der ganzen Jahre, wo jetzt dieser Preiskampf schon vonstatten geht. Das führt also dazu, oder das interpretiere ich so, dass Novo Nordisk sich nicht erpressen lässt und dass ihre Produkte gut sind und dass sie eben eine gewisse Verhandlungsmacht haben. Und ja, das spricht für Novo Nordisk aus meiner Sicht. Wenn wir uns jetzt mal die Bewertung anschauen von Novo Nordisk, dann sieht man hier, was den Fair Value Dividend angeht, einen komischen Ausschlag nach oben. Das hat damit zu tun, dass Novo Nordisk im Jahr 2016 die Dividendenzahlung umgestellt hat, was dann zu einer faktisch höheren Dividendensumme in 2016 geführt hat. Und ich habe mir dann mal erlaubt, diese zusätzliche Dividende durch die technische Umstellung als Sonderdividende zu deklarieren, damit die Kennzahlen, wie seit wie vielen Jahren die Dividende gesteigert wurden, weiterhin korrekt sind. Ansonsten hätten wir hier eine Dividendenkürzung gehabt. Und bei der Fair Value Berechnung ist aber die Sonderdividende drinnen, deshalb gibt es hier mal einen Ausschlag nach oben. Sollte uns jetzt aber nicht allzu sehr irritieren. Und wenn wir jetzt mal den fairen Wert anschauen, den aktuellen, dann sehen wir, dass Novo Nordisk basierend auf Cashflow und Gewinn ziemlich genau fair bewertet ist. Beim Kurs von 340 dänischen Kronen haben wir ein Fair Value von 332 dänischen Kronen, sowohl basierend auf dem operativen Cashflow als auch dem Gewinn. Und auch wenn die Bäume jetzt erstmal nicht in den Himmel wachsen, werden wir dann sehen, dass der operative Cashflow und der Gewinn ja weiter wachsen. Und dann werden wir, so es denn kommt, wie es die Prognosen nahelegen, dann faire Werte haben Ende 2021 von ungefähr 400 dänischen Kronen beim aktuellen Kurs, wie gesagt, von 360. Und die Dividenden werden weiter wachsen, momentan 2,4% und dann Ende des Geschäftsjahres weiterhin 2,4% und dann 2,7 und 3%. Und ja, so viel würde ich sagen zu Novo Nordisk. Dann gucken wir uns mal Amgen an. Bei Amgen handelt es sich um eines der größten Biotech-Unternehmen der Welt, laut Wikipedia dem größten der Welt. Aber ähnlich wie bei Novo Nordisk haben die Probleme in den USA, also der Preisdruck, der Verhandlungsdruck. Und ähnlich wie bei Novo Nordisk haben wir hier Umsätze, eher flache Umsätze nun in den letzten Jahren und natürlich dann entsprechend auch flache Gewinnentwicklung, flache Entwicklung des operativen Cashflows. Was wir bei wie hätte ich jetzt fast schon gesagt, was mir bei Amgen relativ gut gefällt, das ist, dass die eben mehrere Eisen im Feuer haben hier. Also nicht wie bei AbbVie, dass man einen Mega-Blockbuster hat. Humira, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, bei AbbVie, hier gibt es eben mehrere Medikamente, mit denen man Geld verdient. Das heißt, man ist ein bisschen breiter aufgestellt. Was mir bei AbbVie ebenfalls gut gefällt, gehen wir mal in die Fundanalyse rein. Habe ich gerade eben AbbVie gesagt? Ich meine natürlich Amgen. Aber bei AbbVie ist auch der Protest, ist der Cashflow positiv. Bei Amgen ist ebenfalls der Cashflow positiv. Bei Novo Nordisk ist der Cashflow auch sehr positiv. Und hier die Tilgungskraft, da sieht man das Ganze ja nochmal nach Abzug von Investitionen und Dividenden. Und auch hier ein sehr solventes Unternehmen. Und die wären, mal kurz rechnen, in 9 Jahren ungefähr schuldenfrei, wenn sie es drauf ankommen lassen würden. Aber hier dann, wenn wir die Aktienrückkäufe angucken, da sehen wir eben, dass wir ein amerikanisches Unternehmen vor uns haben. Die haben jetzt Rückkaufquote im letzten Jahr von knapp 10% eigene Aktien zugekauft. Momentan bei 23%, aber das ist, wie gesagt, die Hochrechnung. Das wird dann wieder tiefer gehen. Bei den US-Unternehmen ist es halt so, im Rahmen der Steuerreform, so erkläre ich mir es jedenfalls, wurde eine Menge Geld freigesetzt und das wird insbesondere in Aktienrückkäufe investiert. Gut, gucken wir uns mal die Bewertung an.
Den Fair Value Dividende, den können wir nicht benutzen oder ist nicht sinnvoll, weil Emgent zahlt noch nicht allzu lange Dividende und kommt quasi von null und steigert die Dividende deshalb sehr rasant oder hat sie sehr rasant gesteigert in den letzten Jahren, soll jetzt dann abflachen. Ist klar, dann wenn die Dividende das Nachholpotenzial quasi erschöpft hat, dann fängt es halt an, wie jedes andere Unternehmen auch, die Dividende so zu steigern, wie es die Gewinnentwicklung zulässt. Gegenbeispiel sind Dividendenaristokraten, die schwächeln, die steigern die Dividende, solange es irgendwie nur geht. So, gucken wir uns mal den fairen Wert an. Und da sehen wir, dass die Aktie ebenfalls ziemlich fair bewertet scheint. Kurs ist 188 US-Dollar, liegt bei 188 US-Dollar. Das ist ziemlich genau der faire Wert laut Gewinn und laut operativen Cashflow-Leger bei 180 US-Dollar. Also sehr fair bewertet und Gewinne sollen ansehen. Der operative Cashflow soll eher ein bisschen am Boden bleiben, was dazu führt, dass nur laut dem Gewinn dann der faire Wert steigen würde, sodass das dann. Aber in 2021 hätten wir eine Unterbewertung, sowohl basierend auf dem operativen Cashflow als auch dem Gewinn. Ja, da wollen wir mal nicht die Hand ins Feuer legen, dass es tatsächlich so kommt. Interessant sind ja für uns jetzt auch erstmal insbesondere steigende Dividenden und nachhaltig steigende Dividenden. Und da sehen wir momentan eine Dividendenrendite von knapp 3%, das ist attraktiv. Bis Ende diesen Jahres dann schon ja, etwas über 3%, dann 3,2% und dann schon fast 3,5%. So viel mal zu AbbVie, gehen wir zu Johnson & Johnson. Johnson & Johnson ist aus meiner Sicht eigentlich so der konservativste Wert, den wir uns aussuchen könnten von den drei, weil die sind sehr, sehr breit aufgestellt nochmal. Da, wenn man hier in den Jahresbericht geht von Johnson & Johnson, da sieht man dann hier ihre Segmente. Hier Consumer-Segment, also man sieht erstmal, dass sie drei Segmente haben und jedes Segment macht ungefähr oder trägt ungefähr zu einem Drittel des Gesamtumsatzes bei. Schon mal sehr schön. Gefällt mir immer sowas. Consumer, da ist zum Beispiel ja, Penaten drin oder asbestverseuchtes Babypulver. Es wurde aber aus dem Sortiment genommen, das gab es nur bis Ende der 70er Jahre, habe ich auch mal ein Video zu gedreht und juristisch wird es natürlich dann, dauert es noch ein paar Jahrzehnte länger, bis es dann auch aufgearbeitet ist. Ob da nochmal so eine Sau durchs Dorf getrieben wird, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich das nicht so wirklich ernst genommen und das spricht aus meiner Sicht auch nicht gegen die Aktie. Dann haben wir hier den Pharmabereich. Ansonsten wäre die Aktie jetzt nicht hier drinnen zur Auswahl. Und dann haben wir hier noch medizinische Geräte. Und wie gesagt, alles macht rund ein Drittel oder trägt rund ein Drittel zum Umsatz bei. Hier haben wir auch eine nette Aufteilung geografisch. Und zwar machen die Vereinigten Staaten hier weniger aus als Europa. Also der meiste Umsatz wird in Europa gemacht. Dann haben wir eben noch die Vereinigten Staaten, aber nur ungefähr ein Viertel, etwas mehr als ein Viertel des Gesamtumsatzes. Machen die Vereinigten Staaten. Europa, wie gesagt, etwas über ein Drittel und dann der Rest eben der Rest der Welt. Und dann schauen wir uns mal Johnson & Johnson hier ein bisschen näher an. Und da sieht man, dass wir durchaus ja auch hier im Prinzip Earnings per Share auf den Gewinn bezogen, läuft eher seitwärts. Hier übrigens habe ich die Auswirkungen der Steuerreform bereinigt. Wenn man andere Webseiten ansieht, dann ist dann liegt da ist ja der Gewinn hier unten und das KGV ist dann irgendwo bei 200, weiß ich noch. Aber hier ist es wie gesagt bereinigt und da sehen wir, dass der operative Cashflow leicht anzieht, die Gewinne momentan eher seitwärts laufen. Wir sehen aber, dass langfristig wie alle anderen drei Werte auch wir steigende Dividenden und steigende Gewinne haben bei steigenden Umsätzen und sehr schönen, doch recht stabilen Margen. Hier in den letzten Jahren sind die Margen ein bisschen nach unten gegangen, sollen aber dann wieder nach oben gehen. Wichtig sind hier auch immer die operativen Margen. Die Nettomarge, hier sieht man noch die Auswirkungen der Steuerreform, dass die Nettomarge lag dann bei 1,7%. Gucken wir uns mal die Bewertung an. Ich verzichte jetzt mal hier auf die Fundanalyse. Und dann sehen wir, dass die Aktie leicht überbewertet scheint momentan. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir ja eben, dass wir hier mit steigenden Gewinnen und Cashflows rechnen können, sodass wir dann auch in eine Unterbewertung reinlaufen. Wir hätten am Ende des Geschäftsjahres einen fairen Wert erreicht, basierend auf dem Gewinn und auch basierend auf dem operativen Cashflow nicht ganz. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,6%, Ende des Jahres bei 2,7 ungefähr, dann 2,8 und knapp 3% 2021. Also das
Dividendenwachstum hier. Vergleichen wir nochmal hier die dividendenbasierten Kennzahlen von allen drei Aktien. Dann gucken wir uns mal die Dividendenrendite an. Sehen, dass im Vergleich zu Tech-Aktien im Software-Bereich sind wir natürlich schon relativ hohe Dividendenrenditen. Sind die höchsten Dividendenrenditen, glaube ich, aller Aktien gesamthaft, über die wir bisher abstimmen können. Amgen knapp 3% schon, Johnson & Johnson sagt die 2,6, Novo Nordisk 2,4. Wir sehen Ausschüttungsquoten, die alle im grünen Bereich sind. Auf dem Free Cashflow hat Novo Nordisk die höchste Ausschüttungsquote, gefolgt von Johnson & Johnson und Amgen. Bei Amgen ist wohl noch etwas Luft. Was die Dividendenhistorie angeht, da ist Johnson & Johnson der einzige Dividendenaristokrat, gefolgt von Novo Nordisk, und dann kommt eben Amgen, die noch nicht allzu lange Dividende zahlen, dafür historisch gesehen ganz schön eins auf die Schippe gelegt haben, eben weil sie von null gestartet haben. 21% wird sich logischerweise nicht durchhalten lassen. Wir haben ja hier noch glücklicherweise die geschätzten Dividenden, das geschätzte Dividendenwachstum, und das liegt irgendwo bei diesen Aktien zwischen 6 und etwas über 9%. Ist, denke ich, noch okay für eine Dividendenwachstumsstrategie. Da wachsen eben die Bäume nicht in den Himmel bei diesen Pharmaunternehmen dann. Aber wie gesagt, das Ganze doch alles recht solide. Insofern würde ich jetzt dann die drei Aktien zur Abstimmung freigeben. Bin gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube, das ist eine harte Wahl. Und eins kann ich noch sagen, weil die Frage kommt garantiert, das Zurückfordern von Dividenden aus Dänemark. Da habe ich schon Praxiserfahrung. Die gute Nachricht ist, das funktioniert total einfach. Dänemark ist das einfachste Land, da kann man alles elektronisch ausfüllen und es dann einfach abschicken. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das ist so einfach, dass das dänische Finanzministerium betrogen wurde. Und die haben jetzt alle Rückerstattung erstmal eingestellt, bis sie das Ganze aufgearbeitet haben. Das heißt, ich warte schon seit über einem Jahr auf die Rückerstattung. Ich habe nämlich Aktien von Novo Nordisk. Und jetzt ist mir noch was eingefallen. Nämlich der Disclaimer hier, den habe ich mir vergessen. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Dann also die Abstimmung. Bin gespannt, was bei rauskommt. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.